Wisst ihr noch, als Jurassic World damals angekündigt wurde und wir haben zum allerersten Mal Chris Pratt in dem Trailer gesehen, in der Rolle von Owen Grady. Man dachte sich, okay, der hat schon so ein paar Anleihen, er sieht so ein bisschen aus wie Dr. Alan Grant, da ist auf jeden Fall so ein bisschen was übernommen worden, um da so einen Effekt von wegen, na, das kennt ihr doch, zu erzeugen. Und was, wenn das aber nicht der einzige Effekt ist von, na, das kennen wir doch. Was ist, wenn wir Owen Grady schon vorher kannten, nämlich aus den Jurassic Park Filmen? Hier geht es um genau diese Fantheorie. Ist Owen Grady bereits in Jurassic Park 1 und 3 mit dabei gewesen? Die Antwort auf diese Frage erfährst du jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Owen Grady war schon in Jurassic Park 1 mit dabei. Das ist eine ganz bekannte Fantheorie, die darauf basiert, dass der Junge, den Dr. Alan Grant am Anfang von Jurassic Park 1 mit der Velociraptorenkralle erschreckt oder ihm Angst macht, dass das Owen Grady ist. Und hierzu gibt es auch dann ein paar Hinweise, bei denen Fans sagen, ja, das macht doch irgendwie total Sinn, dass er das ist, weil, jetzt muss ich hier ganz kurz mal die Beweise dafür vorlesen, die ich sehr schwammig finde. Owen Grady trägt in beiden Filmen hauptsächlich blaue Farben. Blaue Hemden und graublaue Hosen. Dies passt zu Blue, dem Velociraptor, mit dem er eng verbunden ist. Owen teilt auch seine charakteristische Farbe mit Alan Grant im ersten Jurassic Park Film. Also hier geht es darum, dass Owen Grady dann später auch diesen Alan Grant Look hat, den wir auch in den Filmen kennen. Allerdings hat Dr. Alan Grant diesen Look noch nicht in dem Augenblick, als er auf den kleinen Jungen da trifft, sondern da hat er ja noch dann diesen bräunlichen Anzug da an. Hat er nicht sogar ein kariertes Hemd an und später hat er dann erst dieses blaue Ding an. Also das macht gar keinen Sinn. Auch das mit Blue, dass er dann eben jetzt wegen Dr. Alan Grant so gerne blau trägt und deswegen auch der Raptor Blue blau ist. Owen hat da wenig Einfluss drauf, wie der Raptor aussieht. Das ist ja alles Dr. Henry Wu's Schöpfung. Auch von daher muss man eben sagen, nee, das passt halt gar nicht. Wenn wir einfach mal versuchen, diese Möchtegern-Belege so zur Seite zu schieben, wäre es aber doch eigentlich eine ganz coole Geschichte, wenn man herausfinden würde, Dr. Alan Grant und Owen Grady kannten sich schon vorher und dass dieses Kind wirklich Owen Grady war. Ich meine, das haben sie bei Spider-Man ja auch schon so ähnlich gemacht, dass es auf einmal hieß, jo, wir machen das jetzt offiziell, der Junge aus Iron Man 2 ist schon Spider-Man gewesen, das war natürlich vorher nie geplant, machen wir jetzt aber so einfach offiziell Kanon, damit es ein bisschen runder ist. Das könnte man auch hier machen, würde es passen, vielleicht wäre es eine ganz coole Abrundung, aber wie gesagt, der Grund, warum Owen Grady den Alan Grant Look hat, macht gar keinen Sinn, weil Alan Grant eben diesen Look noch nicht hat. Es sei denn, Owen Grady hat schon als Kind irgendwelche Aufnahmen oder Interviews von Alan Grant gesehen, nachdem der Jurassic Park zusammengebrochen ist, wo er auch dieses Outfit anhat. Das kann ja alles sein. Interessant an dieser Theorie ist aber auch, dass Owen Grady schon in Jurassic Park 3 mit dabei war und den haben wir eben einfach nur nicht gesehen. Die Theorie geht nämlich davon aus, dass Owen, nachdem er in Jurassic Park 1 ja so viel Angst von Dr. Alan Grant gemacht bekommen hat, über die Velociraptoren eine Faszination für Raptoren bekommen hat und dann irgendwann zum Militär gegangen ist. Nicht aus Grund von der Raptoren-Faszination, ich wollte das einfach nur nochmal nebenbei erwähnen. Owen Grady ist also nach dem Vorfall, als er dann eben auch schon älter war, zum Militär gegangen, beziehungsweise zur Navy. Das erfahren wir ja auch in Jurassic World. Erinnert ihr euch noch daran, wer am Ende von Jurassic Park 3 die Gruppe wirklich rettet? Das ist die Navy und die Marines, das ist ja irgendwie alles mit dabei. Und da ist dann eben die Fantheorie, dass hier auch mit Owen Grady mit am Start gewesen wäre. Und die Theorie beruft sich nämlich darauf, dass wir am Ende sehen, wie die Pteranodon wegfliegen von der Insel. Und was ich euch jetzt erzähle, ist offiziell Kanon. Das könnt ihr auf den offiziellen Seiten nachlesen. Die Pteranodon werden nämlich von niemand anderen als diesem Herrn hier erschossen. Ich habe seinen Namen jetzt wieder vergessen. Quasi der Antagonist aus Jurassic World 1. Der hat diese Tiere in, war es Holland, wo er sie erschossen hat? Ich werde sie auf jeden Fall mal einblenden. Er hat die Tiere auf jeden Fall vom Himmel geholt. Das heißt, Hawkins ist sein Name, glaube ich. Hawkins war also schon in Jurassic Park 3, beziehungsweise zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World am Werk. Diese Theorie geht also davon aus, dass Jurassic World und Jurassic Park doch enger zusammenhängt, als wir eigentlich wissen. Owen Grady war bereits als Kind in Jurassic Park zu sehen, ist danach zur Navy gegangen, hat Dr. Alan Grant gerettet, von der Insel runter gerettet mit seiner Gruppe eben, mit den ganzen Navy und Marines und allem drum und dran. Und kurz darauf hat dann eben Hawkins gesehen, wie die Pteranodon wegfliegen und hat sie eben vom Himmel geschossen. Von diesen drei Tatsachen
kann. Von diesen drei Theorien ist eine sogar wirklich Fakt. Wie gesagt, das mit Hawking stimmt wirklich so offiziell. Die anderen beiden sind eben sehr stark dazu gedichtet. Meiner Meinung nach ist, ich brauche sowas nicht nachträglich noch. Ich brauche jetzt nicht nachträglich noch, dass mir jemand sagt, ah, guck mal, der war eigentlich der und der ist eigentlich der und guck mal. Und ich persönlich brauche es nicht, aber es würde mich auch nicht stören. Von daher, wenn das irgendwie offiziell sein würde, hätte ich kein Problem damit. Aber jetzt zerschieße ich eure kompletten Hoffnungen, dass das irgendwie einen großen Zusammenhang haben könnte. Denn Chris Pratt selbst hat sich zu dieser Theorie geäußert, nämlich ob er schon mal in Jurassic Park dabei war, beziehungsweise ob Owen Grady das Kind aus Jurassic Park 1 ist. Er hat dazu Folgendes gesagt, dass er die Theorie zwar schon gehört hatte, aber er findet es auf einer Seite süß und er liebt dieses Kind. Er liebt auch die Idee und die Möglichkeit, dass das irgendwie offiziell sein könnte, aber als Bastion von Owens Hintergrundgeschichte, die er natürlich mimt, er ist nicht der Schöpfer der Figur, aber er verkörpert eben Owen, für ihn ist das einfach nicht offiziell, das ist nicht der Fakt, weil er davon nichts wissen würde, dass es eben so wäre. Er kann also laut seiner Aussage, nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, kann er sagen, das ist falsch, es stimmt eben einfach nicht. Er fügt dann noch hinzu, es wäre cool, wenn es so wäre, aber nein, das ist eben nicht der Fall. Und damit hätten wir auch die Frage beantwortet, diese Theorie ist offiziell einfach nicht richtig. Es gibt keine offiziellen Bestätigungen und sogar der Charakter oder der Schauspieler, der den Charakter Owen memt, sagt, nee, für mich ist es auch nicht offiziell. Was will man eigentlich mehr haben? Also bis jetzt haben wir hier noch keine offizielle Bestätigung, das hier ist eben einfach nicht Owen Grady. Ob Owen jetzt bei Jurassic Park 3 mit dabei war, sei mal dahergestellt, aber auch wenn, ist es irgendwie egal, weil man ihn ja eh nicht sieht. Es sind so ein paar Theorien. Mir macht das immer sehr viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, was denn da so Fans in die ganze Geschichte reininterpretieren. Würde es das Ganze ein bisschen runder machen? Ja. Hätte man aber auch vielleicht in späteren Filmen nochmal so ein bisschen darauf eingehen können. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nie geplant gewesen. Wenn jetzt jemand ankommen würde und würde sagen, ey Jungs und Mädels, ab jetzt ist das eben offiziell Kanon, dann würde ich auch sagen, gut, dann ist es halt so. Würde ich mit klarkommen. Wie sieht's bei dir aus? Würdest du sagen, ey, würde das auch ganz cool finden, wenn das irgendwie in die Geschichte reinpassen würde? Oder sagst du da, ganz ehrlich, lass das doch einfach so, wie es ist. Mir gehen diese Theorien auf die Nerven. Wie gesagt, mir überhaupt nicht. Ich mag so Fantheorien sehr gerne. Und guck immer ganz gerne, wie die denn in die Geschichte reinpassen würden. Und das würde in die Geschichte reinpassen, nur ist eben laut offiziellen Aussagen einfach nicht Kanon. Ich hoffe, ich konnte dir hier bei der Aufklärung so ein bisschen weiterhelfen. In diesem Sinne bin ich raus mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.